Also heute im Interview für B-Stadt, Rockmonster und Uzi von den Hirntod-Leuten. Erstmal, Jungs, alles klar bei euch? Bei mir ist alles klar, bei dir? Auch, dankeschön. So kommen wir direkt zu eurem Album, im Fadenkreuz. Das ist ja am 19.09. erschienen. Sag mal das Übliche dazu. Wie viele Tracks, wer hat's produziert? Also produziert ist eigentlich von mehreren Leuten. Das heißt einmal von Rockmonster, dann sind Beats drauf von, Grigio hat einen Hauptteil gemacht von der CD, auf jeden Fall sehr gute Produktion. Sunny Drive-By hat was produziert, ich habe mit Schwarz zusammen produziert, Mystic Manners hat produziert und auf jeden Fall sind es alles Top-Hits. Genau perfekt für dieses Thema. 18 Tracks. Dann Features von Frauenarzt, Bastard ist drauf, Doja Demon ist drauf. Kaiser ist drauf, Kaiser. Vergessen, ganz wichtig. Money Mark ist drauf. Darkroom-Familie ist drauf. Wie tight ist drauf? Faustus und Jekyll sind drauf. Halt alle, die mit dem Neck was zu tun haben. Alles klar. Und wie würdet ihr das Album selber definieren, was in Sachen Beats und Lyrik angeht? Also das ist auf jeden Fall, das Album ist ein bisschen anders und unterscheidet sich halt von den anderen Alben, die wir sonst gemacht haben. Weil es ist kein Splatter drauf, es ist nichts irgendwie, was mit Gewalt zu tun hat. Sondern es ist halt einfach, es wird einfach nur ausgesagt, was passiert ist, halt die ganze Gerichtsverhandlung zum Thema Kunstfreiheit und solche Sachen halt. Also, das ist einfach unser Statement zu der ganzen Geschichte. So, wir haben ja jetzt über ein Jahr lang unseren Mund gehalten, weil halt die Verhandlungen am Laufen gewesen sind und wir die nicht beeinträchtigen wollten mit unseren irgendwelchen Statements, die wir abgeben, voreilig. Wir mussten die ganze Zeit unseren Mund halten, zusehen, was die Presse geredet hat und das ist auf jeden Fall mal die andere, richtige Version zu dem, was ihr alles in den Zeitungen lesen konntet. Und ja, auf jeden Fall ein wichtiger Beitrag zum Thema Meinungsfreiheit, gerade in Deutschland, wo ja Meinungsfreiheit eigentlich ganz groß geschrieben wird, aber anscheinend doch ein bisschen unterdrückt wird. Ja. Okay, und ebenfalls erschienen ist die gleichnamige DVD. Was sagt ihr dazu? Könnt ihr auch darüber was erzählen? Ich sag dazu, dass die DVD noch kommen wird und nicht erschienen ist. Also sie kommt noch, Es dauert noch ein Weilchen, bis die kommt. Da sind halt auch alles mögliche, da sind Statements drauf von Anwälten, von Journalisten, halt auch, was sich alles um diese Sache dreht, von uns natürlich, von Leuten, die schon mal mit dem Index zu tun haben, in Deutschland, in Amerika. Ja. Also wir berichten auf jeden Fall die ganze Sache aus unserer Sicht, so wie wir es auf der CD natürlich gemacht haben. Bis auf der CD war man ein bisschen eingeschränkt wegen Spielzeit und man konnte jetzt natürlich einen Track nicht 20 Minuten lang hinziehen, das wäre langweilig geworden. Deswegen auf der CD haben wir die Sachen knapp angerissen, haben das Wichtigste berichtet und auf der DVD könnt ihr alles auf jeden Fall nochmal ausführlich hören, wie die ganzen SEK-Einsätze waren, wie die Gerichtsverhandlung war, wie er gesagt hat schon. Wir haben aus Amerika wichtige Leute drauf, die mit einem Index oder besser gesagt damals mit einem FBI zu tun hatten. Und ja, wie gesagt, also wir haben auch einen Psychologen drauf, der gerade in Meinungsfreiheit in dem Thema sehr viel zu sagen hat in Deutschland. Anwälte, ja. Und was für eine Spielzeit hat die DVD? Das können wir jetzt noch nicht sagen. Also wir haben das ganze Material in Bearbeitung zurzeit. Das muss alles nochmal geschnitten werden. Also wir müssen es noch richtig zusammenschneiden. Es soll ja nicht langweilig werden für euch. Auf jeden Fall muss es danach noch zur FSK und geprüft werden, welche Altersfreigabe das Ganze kriegen soll. Und dann werden wir weitere Infos bekannt geben. Alles klar. Okay, zurück zu eurer CD. Habt ihr einen Lieblingstrack? Und welcher ist es? Also mein persönlicher Lieblingstrack ist Mundtot. Weil ich am meisten, weil da so viele Leute drauf sind und ich finde den Beat einfach mal. Und die Aussage vom Text. Auf jeden Fall einer der besten Tracks vom Album, Mundtot. Da sind halt die ganzen 10 Rapper drauf, die ganzen bekanntesten Rapper Deutschlands, die alle mit Indizierungen zu tun hatten, haben alle auf jeden Fall ihre Meinung dort gut geäußert. Und wie gesagt, das Album ist ein sehr wahres Album. Holt euch das. Das ist auf jeden Fall eine 180-Grad-Wendung zu unseren ganzen anderen Alben, die wir gemacht haben, wo wir von Haus aus sagen, das sind Geschichten, die wir uns ausdenken und so. Und hier sind es nun mal keine Geschichten, das sind Sachen, die wir wirklich erlebt haben. Da ist nichts dazu gedichtet, nichts dazu erfunden und so. Das ist wirklich die Wahrheit.
Okay. Und können wir mit einem Video zum Album rechnen? Ja, Video war so eine Sache. Jetzt manche haben schon über die Soulfood Presseberichte mitbekommen, dass wir zwei Videos geplant hatten. Also zwei Videos bei MTV einreichen wollten. Das Problem ist, dass der Produzent Timo Rose, bei dem gab es dann einen Brand und dadurch wurde auf jeden Fall wurde es ein bisschen verschoben, aber wir werden auf jeden Fall noch irgendwas nachreichen dazu. Okay, alles klar. Und wie lange habt ihr jetzt an der CD gearbeitet? Wie lange war das? Ich denke mal eigentlich ein paar Monate oder sowas haben wir dann gearbeitet. Also jetzt, was jetzt Beats angeht, was Texte schreiben angeht, Aufnahmen und so. Also am längsten gedauert hat das Abmischen. So, die Texte schreiben ging eigentlich relativ schnell, weil dieses Thema war aktuell. Es hat uns auf der Seele gebrannt natürlich. Wir mussten endlich was dazu sagen und konnten die ganze Zeit nicht. Deswegen, das Texte schreiben fiel mir persönlich ziemlich leicht. Ich konnte die innerhalb von 2 oder 3 Tagen hatte ich die kompletten Texte fertig dazu. Aufnehmen war dann die eine Sache, das geht eigentlich auch relativ schnell. Aber natürlich der schwerste Teil am Ende, das ganze Schneiden, Mischen, Mastern und so, das ist das, was am längsten dauert bei der ganzen Geschichte. Dann hatten wir einen langen Vorlauf für die ganzen Promo-Aktionen, die wir gestartet haben. Wir haben ja 8 Promo-Videos rausgehauen dafür, damit diese CD auf jeden Fall gut beworben wird. Also deswegen hat sich das auch länger hingezogen als bei unseren sonstigen YouTube-Alben, weil wir wollten halt wirklich, dass das eine perfekte CD wird. Ist auch geworden, denke ich mal. Auf jeden Fall. Und es sollte ja noch eine zweite richtige Hirntod-DVD erscheinen. Wenn ja, na, die wurde erstmal ein bisschen aufgeschoben. Also erstmal ist die halt wichtiger, weil es halt aktueller ist. Und wann die andere Hirntod-DVD kommt, weiß man noch nicht genau, das wissen wir noch nicht. Aber ich denke mal, das wird auch nicht lange dauern. Ich tippe mal so auf nächstes Jahr oder so. Das Problem ist ja auch bei der Sache, wir hatten ja sehr viel Material schon, wie wir schon in einem anderen Interview mal gesagt haben. Wir haben massenhaft Schlägereien von der WM damals aufgenommen noch. Wir haben irgendwelche lustigen Stories aufgenommen. Wir hatten also schon Material eigentlich da. Auch von Fans haben wir sogar ein paar lustige Sachen zugeschickt bekommen. Aber wie gesagt, letztes Jahr SEK Einritt bei uns. Natürlich wurde alles mitgenommen. Die ganzen Sachen haben wir nicht mehr, die kriegen wir nicht mehr wieder. Das heißt, da sind eine Menge Sachen verloren gegangen und wir mussten bei vielen Sachen wieder bei Null anfangen. Genauso bei der DVD müssen wir wieder bei Null anfangen. Okay. Und ihr seid ja die ersten Rapper, die wegen eurer Musik verurteilt wurden. Wie steht ihr dazu? Ja, steht man dann so. Der Mistkerl, der macht's mit Absicht. Der fährt die ganze Zeit schon da rum mit seinem scheiß Bagger. Bastard, ja. Ich weiß, es ist schwierig zu sagen, wie man dazu steht. Zeig, kannst du den mal kurz zeigen? Zeig ihn mal ganz kurz. Ich muss den Bastard mal zeigen, wo ich gleich da unten. Der macht die ganze Zeit Lärm. Unglaublich, wer uns kicken will. Könnte sogar hier an der Kamera sein. Man weiß es nicht. Okay, sorry, was war die Frage nochmal? Wie dazu steht, dass ihr verurteilt wurdet wegen eurer Musik? Ja, wie soll man dazu stehen? Also ich denke einfach, es ist halt passiert. Wir haben halt damals ein bisschen Scheiße gebaut, vielleicht ein bisschen übertrieben mit den Alben und mit dem Lied dort. Und ist halt passiert, war nicht angenehm, aber man kann eh sowieso jetzt nichts mehr dran ändern. Mhm. Ist halt Vergangenheit und was passiert ist, passiert halt. Haltet ihr die Bewährungsstrafen und Geldstrafen, die ihr erhaltet habt, für gerechtfertigt? Nein, auf gar keinen Fall. Die Sache ist ja die, bemessen an den Sachen, die draußen sonst passieren, werden wir wie irgendwelche Schwerverbrecher verhandeln. Ich will das ja gar nicht runterreden, dass wir jetzt hier dieses Album gegen Polizei gemacht haben, dass wir diesen Track gegen Monika Grieffern gemacht haben. Das will ich ja gar nicht runterreden. Dass wir da bestraft werden mussten, war klar, dass wir da vor Gericht kommen würden irgendwann. Okay, man hätte nicht gedacht, dass sie die Sachen von vor 3 Jahren ausgraben, aber okay, wir mussten dazu stehen, wir mussten gerade stehen vor Gericht, das haben wir gemacht. Aber mit dieser Strafe hätte niemand gerechnet, weil ganz ehrlich, da draußen rennt irgendjemand rum, der sticht jemand anders ab, da draußen sind irgendwelche Drogendealer oder sonst was. Und wenn die erwischt werden, dann heißt es immer Ermahnung hier, der hatte ja so schlechte Kindererziehung damals und sowas, so, dem geben wir noch eine Chance oder dem geben wir eine Bewährung. Wir kriegen die gleiche Bewährung, wie irgendein Drogendealer oder sowas bekommt und einfach, das passt einfach nicht. Wo ist da der Sinn dahinter?